Hallo Freunde, hier ist euer Schurtalk. Durch meine Streifzüge durch Paldea habe ich eine kleine, aber feine Höhle entdeckt, in der ihr gleich drei TMs finden könnt. Und diese drei TMs sind von exklusiver Qualität, kann ich nur sagen. Also, in diesem Video zeige ich euch, wo ihr sie finden könnt. Abfahrt, Freunde. Let's go! Als ich diese kleine Höhle fand, konnte ich meinen Augen eigentlich gar nicht trauen. Und die Pokémon Go-Spieler unter euch, die werden jetzt ebenfalls ihre Augen verdrehen, denn dort findet ihr einmal die Aqua-Haubitze, exklusive Ladeattacke für Sumpex, dann die Logekanonade, exklusive Ladeattacke für Glurak und dann die Flora-Statue, exklusive Ladeattacke für Bisaflor. Solche TMs sollte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Wie wir wissen, haben wir maximal Glurak im Spiel durch den Raid Day. Bisaflor, Sumpex, Pokémon Home, verknüpfe eines Tages, wer weiß, was danach passieren wird. Ich würde sie mitnehmen. Ich werde euch jetzt auf der Karte einmal den Fundort markieren, Richtung Schneegebiet, dann ein bisschen scharf rechts abgebogen. Das Ganze korrigieren wir gleich nochmal. Machen uns jetzt erstmal auf den Weg. So, hier oben drauf gibt es noch eine TM, ist auch nicht verkehrt, sollten wir gleich mitnehmen. Hierbei handelt es sich um die Erdkräfte, kann man durchaus gebrauchen. Und Abfahrt. Von hier oben benötigen wir im Prinzip nur noch den Gleitflug. Einmal aufgespannt die ganze Geschichte. Runtergeglitten. Jo, wir verlassen das Schneegebiet. Und auch hier müssen wir dann gleich einmal scharf rechts abbiegen. Einmal hier runter beim Felsen. Und dann hier rechts auf die Grünfläche. Hängen wir uns kurz ran, klettern den Rest hoch. Und dann sehen wir auch schon zur Rechten diese kleine Höhle. Am Tag kann man sie einigermaßen erkennen, da hinten in der Ecke. In der Nacht ist schon ein bisschen schwieriger. Daher werde ich euch das auf der Karte noch einmal ganz genau einzeichnen. Im Prinzip müssen wir noch ein Stückchen runter. Hier so an der Ecke, da setzen wir eine Marke hin. Da solltet ihr hinfliegen. Ja, das dürfte so passen. Rein in die Höhle. Wenn ihr FM braucht, den findet ihr übrigens hier auch da. Ist er schon am Rumpflattern. Und hier sehen wir die drei leckeren TMs. Sammeln wir ein. Wir gehen von rechts nach links. Zuerst kommt hier auf der rechten Seite die Aqua-Haubitze. Dann in der Mitte die Logekanonade. Und wie versprochen ganz links die Flora-Statue. Ja, wenn das nichts ist, ich finde es super. Das soll es mit diesem Video dann auch schon gewesen sein. Und was ich auch super finden würde, lasst gerne ein kostenloses Abo da, ein Like, macht die Glocke an, dann verpasst nichts mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Bis dann. Tschüss und ciao, euer Schurtalk. Bye, bye.